Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge der zweiten Staffel von Construction Head. Wie ihr seht, ist nicht sonderlich viel geschehen in der letzten, seit der letzten Folge. Und ja, ich habe im Prinzip einfach nur hier dieses Zeltdach beim Karussell gemacht und die Wegführung ein bisschen geändert, weil das so einfach besser aussieht. Und hier ein paar Bäume gepflanzt und dann schon mal Markierungen gemacht für die Sachen, die wir in dieser Folge machen werden. Fangen wir auch gleich an, und zwar mit dieser Rutsche hier. Ich füge ein bisschen anders ein. Nee, so. Ja, so ist es besser. Und dann machen wir noch den Eingang und den Ausgang. Und jetzt thematisieren wir das Ganze noch ein bisschen mit solchen Zierbäumen. Das ist dann eher so eine klassische Thematisierung, die dann auch zu diesem Gebäude hier passt und zu dem Karussell. Ja, wie ihr seht, sind hier die Pflanzen ein bisschen verwelkt und das, ja, ist jetzt nicht weiter schlimm. Ich werde das, wenn das Ganze dann vielleicht irgendwann hochgeladen wird, werde ich das Ganze noch beheben, dass es dann schöner aussieht wieder. So, dann kommen wir jetzt auch schon zum ersten Highlight, sag ich mal, dieser Folge. Und zwar bauen wir eine Kinderachterbahn. So, machen hier den Lift hin. Leider können wir den nicht so hoch machen, wir, wie gesagt, an diese Höhenbegrenzung gebunden sind. Aber das soll uns bei einer Kinderachterbahn ja nicht stören. So. Direkt bis unten ans Wasser dran. So, einen kleinen. Erdheimhügel, nee, ist vielleicht dann zu heftig am Anfang. Hier machen wir einen hin. Ups. So. Dann das Ganze so nach oben. Machen wir so einen Double Down vielleicht. Was Neues. Ja, ich denke, so ist das ganz cool. Dann bauen wir den Eingang und den Ausgang. Ja, so. Und ja, so, hier kommt der Ausgang hin. Dann gestalten wir jetzt mal die Warteschlange. Hier runter. Dann wieder hier hoch. Einmal so ein Zickzack quer hier hin. Ja, das wäre im Prinzip für die Warteschlange schon alles. Die ist nicht sonderlich lang, aber ist ja auch eine Kinderachterbahn. Ich denke, das reicht. So. Ja, für das Zugdesign habe ich mir was überlegt, und zwar färben wir hier den 5. und den 6. Wagen in Weiß ein. So, ich stelle mal kurz hier noch die Einstellung richtig ein. Und dann nennen wir das Ganze Orca, und ich denke, man kann dann erkennen, worauf es hinauslaufen soll. So, dann testen wir das Ganze mal. 45 km/h, ich denke, das ist ganz in Ordnung. Hier wird er dann ein bisschen langsamer, aber dann fährt er hier noch um die Kurve. Ja, das ist okay vom Tempo. Machen wir also wieder zu. So, wo die Attraktion Orca heißen wird, werde ich da eine Piratenthematisierung machen, weil ich einfach
finde, dass das vielleicht so hier von der Lage her ganz gut passt. So wie der Coaster hier sozusagen am Strand liegt. Und da bietet sich, denke ich, ein Piratenthema ganz gut an. So. Ja, hier habe ich diese Piratenfischernetze und dann so ein Holzband. Und ich werde hier hinter solche Glaswände machen, damit es einfach ein bisschen Abwechslung gibt. Und oben dann diese Stützenkonstruktion, damit es dann letztendlich so ein bisschen wie so eine Art Baracke wirkt. Kommen hier ein paar Büsche drauf. So, einmal hier und einmal hier. Dann hier noch so ein paar Hecken und Rohrkolben. Einfach von allem ein bisschen. Und zu guter Letzt noch solche Kanonen und dann die daneben Kanonenkugeln. Passend dazu kommt dann noch hier so ein Schild. Das färbe ich, denke ich, weiß ein mit. Andersrum sieht es vielleicht besser aus. Ja, ich glaube, so macht das mehr her. Kann sich. Obwohl das Weiß beißt sich so ein bisschen. So. So ist besser. Gut. Dann kommen wir jetzt zur Station. Und zwar habe ich mir da was Besonderes überlegt. Hier müssen dafür erstmal ein paar Wege hin. Und zwar werde ich hier diese Holzschilder benutzen. Und verkehrt rum jeweils so am Rand platzieren. Sieht jetzt auf den ersten Blick noch merkwürdig aus, aber wenn man dann zum Beispiel so von diese Holzblöcke drauf macht, ich glaube, dann sieht das ganz gut aus. So, das hier wird später mal ein Balkon. Und hier kommen im Prinzip einfach nur diese Piratenwände und davor dann ein paar Details, wie zum Beispiel wieder solche Fensterläden. Oder diese Wände hier, diese Wandzäune. So, damit man auf den Balkon kommt, muss auch eine Tür dazu. Hier wieder solche Holzwände. Dann kommt oben noch ein Dach drauf und dann ist dieser vordere Teil schon fast fertig. Im Prinzip muss nur noch hier dieser Teil drauf und dann kann man das, denke ich, so lassen. Hier kommt auch wieder so eine Kanone hin. Finde ich einfach ganz schick. Ich denke, dann wirkt das Ganze auch eher wie so eine Art, ja, Hafentaverne oder so. So, fehlt nur noch hier oben ein großes Dach.
hier wieder diese Fensterläden davor. Ja. Dann kommen wir jetzt hier zu dem Teil. Die anderen Seiten jeweils der Station. Da mache ich hier jeweils solche Holzbretter vor als unterste Schicht sozusagen. Und hier oben nochmal ein paar Bretter drum. Dann kommen hier die Zäune auch noch drum. Dann sieht es wieder ein bisschen besser aus. Sieht dann mehr wie ein gesamtes Teil aus, weil das hier dann so rüber geht auch. So, hier können wir die leider nur so davor setzen. Aber ich denke, das ist nicht so schlimm. Machen wir nur drei Felder hoch, weil das weil da sonst der Zug durchbrettern würde. Sieht der auch nicht ganz realistisch dann. So sieht es einfach besser aus, denke ich. Dann machen wir noch hier diesen Burgeingang, damit die Eingänge sich nicht so mit den Farben der Wände beißen. So geht es dann schon eher. Haben wir hier einfach, mache ich einfach nur solche Wände davor. Ich denke, das wird hier reichen, weil wir das mit Bäumen ein bisschen verkleiden werden. So, ja, machen wir hier noch mal so ein. Kann hier nicht positioniert werden. Örtliche Behörden lassen keine Bauten zu, die höher als die Bäume sind. Okay, ich wusste nicht, dass ein Baum höher ist als ein Baum. Das war mir neu. Naja. Und die Behörden machen halt auch, was sie wollen. Zumindest hier im Spiel. So, dann mache ich auch wieder diese Hecken davor. Ich es einfach schöner finde, wenn das so dicht bewachsen ist. So, noch ein paar von diesen Rohrkolben ringsherum. Und dann geht das, denke ich, auch. Hier machen wir auch noch so eine Palme davor. Ich finde, dass das hier auch nicht ganz so schick aussieht. Und mit Bäumen kann man halt hin und wieder mal ein bisschen was vertuschen. Ja, könnten wir noch eine Palme machen? Hier machen wir noch eine hin. So. Und wieder die Teile drumherum. Und dann sieht das doch auch schon ganz okay aus. So, jetzt kommen wir hier zu. Ich habe ja schon letztes Mal gesagt, dass ich hier ein bisschen was Besonderes machen will. Und ja, ich wollte hier so eine Art Steilküste machen. Und dafür werden wir hier diese Fruchtdrops nehmen. Das klingt im ersten Moment vielleicht ein bisschen bescheuert. Aber ich glaube, wenn das dann fertig ist, kann ich das auf jeden Fall sehen lassen. Könnt mir dann ja in die Kommentare mal schreiben, was ihr so davon haltet. Rundherum.
sieht jetzt, ist jetzt nicht, 100% realistisch oder so, aber es macht einfach, denke ich, was her. So, insgesamt dann, wenn es fertig ist. Das ist, denke ich, definitiv okay. So, dann machen wir jetzt hier noch überall so Büsche drum. Wieder. Auch einfach, um so ein bisschen die Ecken und Kanten ein bisschen zu vertuschen. Wasser machen sich die Rohrkolben natürlich am besten. Da gehören sie ja eigentlich auch hin. Deswegen benutzen wir die auch hier. Hier nochmal so einen vielleicht und nochmal so einen, wenn wir noch gar keine davon benutzt. Wichtig ist einfach, dass das am Ende insgesamt ein bisschen runder einfach aussieht und nicht so eckig, wie das ist halt durch das Spiel meistens ein bisschen begrenzt, aber man kann schon eine ganze Menge machen, um das aufzuwerten. So, jetzt kommen hier noch überall so ein paar Kisten hin und so ein Kram. Ich denke, das ist dann vorerst so fertig und ja, im Prinzip, wir machen hier vielleicht noch ein paar Kisten hin und Fässer und alles mögliche halt. Brauchst du eine Schatztruhe, das wird auch was hermachen, wenn wir so eine Schatztruhe auf dem Felsen haben irgendwo. Vielleicht hier so. Dann steht hier noch ein rum. Muss ja nicht immer nur ein Schatz sein. So. Was ist eigentlich mit diesem Gebäude, wenn wir das so hier hinstellen würden? Nee, das sieht nicht aus. Okay. Gut, das hier färben wir dann wieder braun und machen das wieder zu. Und ja, ich würde sagen, das war's dann auch wieder für diese Folge und ja, wir speichern noch kurz ab. Gut, dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal.